Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge mit einem ganz besonderen Projekt, was hier gerade bei uns in der Region in Altena umgesetzt wird. Da habe ich hier als Podcast-Partner den Pascal Poll, der Vertriebsleiter der Firma Lavida ist. Und der wird uns gleich ein paar Einblicke geben in dieses neue Investment, was da gerade in Altena entsteht und was da genau hintersteckt. Wir haben gesehen, dass es sich in den Facebook-Gruppen schon heiß diskutiert wird darüber und da ganz viele Vorurteile auch herrschen und natürlich auch kritische Fragen sind. Die möchte ich heute gerne aufgreifen und mit Ihnen, Herrn Poll, direkt einmal klären. Und ja, freue ich mich erstmal, dass Sie dabei sind. Ja, Herr Poll, vielleicht erklären Sie einmal kurz, wer Sie sind, was Ihre Aufgabe ist und was Sie da im Groben planen in Altena. Ja, mein Name ist Pascal Poll. Ich bin Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsleiter der Firma Lavida. Wir sind Bauträger für vollstationäre Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und genau so ein vollstationäres Pflegeheim haben wir mit unserer eigenen Planungsabteilung aus Bauzeichnern, Bauleitern und Architekten hier bei Ihnen in Altena geplant und ja, zum Großteil ja auch umgesetzt. Mittlerweile der Bau ist schon weit vorangeschritten und das, was dort entsteht, ja, früher hätte man vielleicht eher gesagt Altersheim. Mittlerweile nutzt man eher die Worte Pflegezentrum oder Seniorenzentrum, ist aber genau das, was ich eingangs gesagt habe. Viele kennen es vielleicht auch schon aus privaten Umfällen, dass ein Pflegeheim einfach notwendig ist für das Alter, für die Pflege, wenn es zu Hause einfach nicht mehr funktioniert und eine 24-Stunden-Pflege gewährleistet sein muss. Vielleicht die erste Frage, also das ist ja vermutlich nicht Ihr erstes Projekt. Haben Sie Erfahrungswerte, also haben Sie solche Projekte in der Vergangenheit schon mal umgesetzt oder ist das jetzt so ein Versuch, den Sie da in Altena starten? Nein, unsere Firma gibt es seit 2007. Eingangs haben wir uns beschäftigt mit dem klassischen betreuten Wohnen, also wirklich Wohnungen wie Sie und ich, die auch beziehen würden, aber sehr altersgerecht. Und dann seit 2013 haben wir uns fast ausschließlich der vollstationären Pflege gewidmet, haben mittlerweile in der Summe 30 Großprojekte fertiggestellt, also als Bauträger sehr viel Erfahrung hier ja, nochmal. Als Bauträger bringen wir hier sehr viel Erfahrung mit ein und ja, das sieht man auch am Bau in Altena, wie reibungslos der bis jetzt funktioniert und auch planungsmäßig fertig wird. Also die erste Frage, die ich mir persönlich so gestellt habe, ist, weil also ich bin in Altena groß geworden und ich kenne Altena sehr gut. Und da war so die erste Frage, okay, wir haben in Altena knapp 16.000 Einwohner. Wie kommt man auf die Idee, so ein riesiges Projekt in einer Stadt wie Altena umzusetzen? Also was war der Grund Ihrer Standortauswahl? Ja, also wenn man sich unsere Referenzen allgemein anguckt, steht da jetzt nicht München, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart, sondern das sind Orte, die werden Sie vielleicht im Zweifel auch gar nicht so kennen auf der Referenzenliste. Aber wir bauen immer dort, wo ein Pflegebedarf herrscht. Sprich, man schaut sich genau an, wie viele Menschen leben dort und zieht dann Statistiken hinzu, wie viele Menschen werden hier statistisch langfristig vollstationär pflegebedürftig. Und das machen nicht nur wir, das machen auch die jeweiligen Kreise. Und überall dort, wo ein Bedarf besteht, also zu wenig vollstationäre Pflegeplätze vorhanden sind, dort kommt eine Investition und ein Bau für uns in Frage. Okay, das ist also weniger aus der, ich sage jetzt mal, Rendite-Sicht eines Investors erstmal gesprochen, sondern Sie haben einfach unternehmerisch geschaut, ob da überhaupt ein Bedarf für das eigentliche Pflegekonzept hinterher besteht und wo kein Bedarf, da braucht man keine Riesensummen investieren sozusagen und da war Altena für Sie dann der spannende Part. Absolut richtig. Also man zieht dann auch immer das Umfeld mit ein, also die Nachbarorte in dem Moment. Und es herrscht ein großer Bedarf in der Region. Also bevor wir gleich weiter ins Detail gehen, würde ich gerne mal so ein paar, ja ich sag mal Vorurteile direkt aus dieser Facebook-Gruppe mal zitieren, dass wir da vielleicht einmal drauf eingehen können, weil ich die Fragestellung ganz spannend fand, weil ich glaube, dass da noch ein bisschen Unverständnis für das gesamte Konzept herrscht. Und ich denke, anhand der Fragen könnten wir uns vielleicht mal über den
Aufbau unterhalten. Was genau verbirgt sich jetzt hinter dieser Rieseninvestition und der ja, potenziellen Rendite, die dafür Investoren vielleicht abfallen kann? Ja, gerne. Ich habe mal so ein paar Zitate rausgesucht aus dieser Facebook-Gruppe. Und zwar habe ich da als erstes den Bernd Anders, der schreibt, okay, Sie sind Eigentümer und können diese Mini-Wohnung selbst nutzen. Das heißt, Sie zahlen 250.000 Euro für eine Wohnung, welche nicht wesentlich größer ist als eine Telefonzelle. Wem das gefällt, der soll es machen. Also können wir hier vielleicht einmal darauf eingehen, kaufen wir eine Eigentumswohnung und warum ist die so klein wie eine Telefonzelle? Vielleicht haben Sie da ein paar Infos. Ja, gerne hole ich da ein bisschen für aus. Wer schon mal in einem vollstationären Pflegeheim war, kennt sicherlich den Aufbau. Wir bauen hier am Standort Altena 80 einzelne vollstationäre Pflegeapartments. Dazu gehört ein ganz, ganz großer Anteil Gemeinschaftsfläche, bestehend aus Aufenthaltsräumen, die wirklich toll ausgestattet sind, im Grunde wie eine moderne Wohnung. Die sind aber zentral in jedem Geschoss gelagert, sodass sie jeder nutzen kann aus der Etage. Dazu gehören aber auch Büros, dazu gehören Flure, Lagerräume, alles, was für die tägliche Arbeit in einem vollstationären Pflegezentrum notwendig ist. Das, was man hier kaufen kann, ist eine Investition. Bedeutet, das gesamte Pflegeheim ist aufgeteilt worden in 80 einzelne Immobilien über eine sogenannte Teilungserklärung. Und Teil dieser Teilungserklärung ist zum jetzigen Zeitpunkt ein bereits abgeschlossener Pachtvertrag mit dem Betreiber unserer Tochterfirma Lavida Pflegepartner. Und die einzelnen Apartments aus diesem Seniorenzentrum werden jetzt an einzelne Kapitalanleger verkauft. Bedeutet, wir bleiben nicht Eigentümer, sondern verkaufen die einzelnen Apartments an Menschen, die sagen, ich möchte in Betongold investieren und das möglichst sorgenfrei und möglichst sicher. Und deswegen der Preis, der hier dran steht, man kauft einen großen Anteil Gemeinschaftsfläche mit zu diesem Preis, den man auch an den Betreiber mitvermietet. Also ich glaube, diese Frage oder dieses Vorurteil, was jetzt da in der Frage sich ja drin verbirgt, das rührt ja daher, dass derjenige, der diesen Kommentar verfasst hat, wahrscheinlich davon ausgeht, dass es sich wie bei einem normalen Immobilienkauf um eine einzelne Eigentumswohnung handelt. Das ist aber jetzt hier ja gar nicht das Konzept. Also wir haben zwar auch bei Eigentumswohnungen eine Teilungserklärung, sondern um Ihre Worte da nochmal zusammenzufassen, es gibt jetzt also eine Betreibergesellschaft, die hinterher als ein einziger Mieter quasi auftritt, die quasi alle 80 Wohnungen dort gemeinsam mietet und sich dort auch um die Vermietung hinterher selbst kümmert. Also das heißt, wir haben einen einzigen Mieter und man kauft keine klassische Eigentumswohnung, die man zur Selbstnutzung irgendwie bewohnen kann, wo man jetzt dauerhaft wohnt, sondern man kauft im Prinzip ein einzelnes Zimmer, wozu aber auch dann anteilig die Gemeinschaftsflächen gehören. Und man hat aber nicht die Möglichkeit, da jetzt selber einzuziehen, sondern es wird an die Betreibergesellschaft vermietet insgesamt und die kümmert sich um die ja, klassische Pflege der Senioren, die dann da vorgenommen wird. Korrekt. Also letztendlich ist es so, ich kaufe ein Apartment in diesem Seniorenzentrum. Mein Mietpartner ist die Lavida Pflegepartner GmbH, unsere Tochterfirma. Die kümmert sich um Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude, Instandsetzungsmaßnahmen im Gebäude, Schönheitsreparaturen. Eine Nebenkostenabrechnung entfällt, weil der Betreiber direkt mit den Versorgungsbetrieben zusammenarbeitet. Ich weiß als Investor zu keinem Zeitpunkt, wer wohnt in meinem Apartment oder wohnt da überhaupt jemand drin. Ich bekomme Monat für Monat die volle Miete, weil der Betreiber das Belegungsrisiko in dem Moment hat. Und Belegungsrisiko in Anführungsstrichen, wir haben gerade schon über den enormen Bedarf gesprochen, der in dieser Region herrscht. Also wird er auch hier gut arbeiten und wirtschaften können und eine gute Belegung schnellstmöglich erreichen. Sie sagen es richtig, man muss es abgrenzen zu einer klassischen Wohnung. Auch bei einer Wohnung kaufe ich Gemeinschaftsflächen mit, kalter Flur, Treppenhaus und Waschküche eventuell. Das ist in einem Pflegeheim etwas anders und deutlich hochwertiger ausgestattet als ein kalter Flur. Und deswegen muss man das ein bisschen unterscheiden, ja. Aber man kann es in dem Sinne selber nutzen. Man erwirbt ein bevorzugtes Belegungsrecht mit. Das bedeutet im Umkehrschluss
nicht, dass ich sagen kann, hallo, ich möchte jetzt einfach hier mal gerne selber einziehen, sondern wenn man selber pflegebedürftig ist oder die Verwandtschaft ersten Grades, hat man die Möglichkeit, auf der Warteliste, die mittlerweile jedes Pflegeheim einfach hat oder langfristig haben wird, nach oben zu rutschen und das nächst frei werdende Apartment beziehen zu können. Okay, also anders als in der klassischen Eigentumswohnung, die ich jetzt zum Beispiel aktuell vermietet eingekauft habe, hätte ich die Möglichkeit, eine Eigenbedarfskündigung quasi zu machen, um diese Wohnung selber zu beziehen. Hier handelt es sich aber nicht um eine klassische Wohnimmobilie, in die man selber einziehen kann, sondern die Wohnung ist an den Betreiber dauerhaft vermietet. Da gibt es einen langfristigen Mietvertrag. Über 25 Jahre plus Verlängerungsoption. 25 Jahre und da sind auch schon Mieterhöhungen mit eingepreist. Genau, also auch in diesem Pachtvertrag, ich nenne es immer Herzstück dieser Kapitalanlage, steht eigentlich alles drin, was uns diese Sorglosigkeit verspricht als Investor. Da stehen eben die Regulatorien drin für Mieterhöhung, da steht drin, wer hält was in Stand, da steht eben drin, dass alle Versicherungen auch dahingehend geregelt sind über den Betreiber, dass ich mich im Endeffekt um nichts kümmern muss. Vermietertypische Aufgaben entfallen für mich als Investor. Okay, das erklärt dann natürlich auch, also die klassischen Anleger sind nicht diejenigen, die selber mitgestalten wollen, die selber irgendwie die Immobilie nochmal verändern wollen oder sowas, sondern es geht hier eigentlich um das Rundrum-Sorglos-Paket. Derjenige, der jetzt hier als Investor auftritt, erwirbt also diese Kapitalanlage und hat eigentlich für die nächsten 25 Jahre keinen Aufwand mit der Immobilie, weil alles erledigt wird. Korrekt, also es sind sicherlich nicht die großen Renditejäger, wie Sie sagen, die selber die Immobilie weiterentwickeln wollen, sondern es ist vielleicht ein konservatives Immobilienprodukt, wenn man es so beschreiben möchte, mit trotzdem einer attraktiven Rendite von 3,8%, wobei ich dann auch noch sehr, sehr geringe Nebenkosten habe, die ich nicht umlegen kann, von unter 15 Euro. Also da soll mir mal jemand eine Wohnung zeigen, wo das der Fall ist. Es bleibt einfach mehr Netto vom Brutto in diesem Beispiel und gleichzeitig habe ich da übers Jahr hinweg nichts mit zu tun und eben auch über die Langfristigkeit von 25 Jahren plus einer fünfjährigen Verlängerungsoption. Gleichzeitig ist es aber eine ganz klassische Immobilie, die ich erwerbe. Da wird ein Grundbuch gebildet, wie bei einer Wohnung auch. Da steht mein Name drin. Ich kann es jederzeit vererben, verschenken, verkaufen. Also das ändert nichts daran, dass es den Charakter einer Immobilie hat, die ich erwerbe. Also das finde ich gar nicht so ein unwichtiger Faktor, weil das Grundbuch, also wir sagen ja auch immer gerne Grundbuch statt Sparbuch, das Grundbuch bildet ja auch eine gewisse Sicherheit ab für den Investor. Also man hat auch die Möglichkeit, ich sage mal, selbst wenn man jetzt nicht über eine Kreditfinanzierung das Ganze macht, sondern zum Beispiel diese Wohnung aus Barmitteln kaufen würde, hätte man aber trotzdem ein Grundbuch, was man bei den Banken ganz normal auch beleihen könnte, wieder als Sicherheit hinterlegen kann, weil es ja den Gegenwert, also den Sachwert der Immobilie trotzdem abbildet. Ja, absolut richtig. Genau. Also es sind auch häufig bei uns klassische Immobilieninvestoren, die in der Vergangenheit Erfahrung gemacht haben mit Eigentumswohnungen, die einfach keine Lust mehr haben auf den Aufwand einer Vermietung, die es einfach mit sich bringt. Mietersuche, Ärger mit Mietern etc. pp. Ich glaube, alle kennen, die diesen Podcast hören, kennen die Beispiele. Und die kommen dann zu uns, vielleicht auch in einem gewissen Alter, und sagen, so, ich verkaufe jetzt alle Wohnungen, verkaufe dafür Pflegeimmobilien, weil ich von Betongold im Prinzip überzeugt bin, aber einfach jetzt mit nichts mehr zu tun haben möchte. Ja, das ist halt immer die Frage der Zielgruppe und da gebe ich Ihnen absolut recht. Also für denjenigen, der wirklich gar keinen Stress haben möchte, auch mit einem langfristigen Mietvertrag arbeiten möchte, ist das mit Sicherheit die sorgenfreiste Variante der Anlage. Ich finde den Kommentar leider gerade nicht mehr, aber der passt ganz gut jetzt zu dieser Mietvertragsthematik. Ich habe einen Kommentar gelesen, in dem war der Gedanke, alles klar, das heißt, ich kaufe jetzt für 250.000 Euro diese Wohnung, dieses Apartment und nach 25 Jahren ist es nicht mehr meins. Ist das richtig oder ist das falsch? Witzigerweise werde ich das öfter gefragt und ich wundere mich immer. Nein, in 25 Jahren gehört es einem genau so. Wahrscheinlicher ist es, dass der Pachtvertrag mit dem Betreiber, der ja dann schon sehr langfristig dort gearbeitet hat, und wenn eine Firma langfristig an einem Standort arbeitet, wird es auch gut gelaufen sein und eine Verlängerung des Pachtvertrages anstreben. Und wenn wir uns die Statistiken in Deutschland angucken, ich meine, die Boomer-Jahre kommen jetzt erst noch in den Bereich der Pflegebedürftigkeit.
Und der Pflegebedarf steigt stark in den nächsten Jahren. Also alleine bis 2030 brauchen wir über 293.000 zusätzliche neue Pflegeplätze in Deutschland. Das bedeutet, in 25 Jahren brauchen wir dieses Pflegeheim noch viel dringender als heute. Und deswegen wird es auch als solches weitergeführt. Und man bleibt natürlich Eigentümer, auch nach Ablauf des Pachtvertrages, wenn er denn ablaufen würde, ja. Also man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen zwei Situationen. Das eine ist mein Grundbuch. Das bleibt so lange mein Grundbuch, bis ich selber auf die Idee komme, das zu veräußern oder zu vererben oder was auch immer. Es ist im Prinzip meins. Und das andere ist der dahinter geschlossene Pachtvertrag mit dem Betreiber des Seniorenzentrums. Der ist jetzt erstmal für 25 Jahre fixiert worden, mit genauen Staffelungen, wie die Miete in diesen Jahren steigen kann. Und in diesen 25 Jahren gibt es nochmal von Seiten des Betreibers eine Verlängerungsoption, dass er die Möglichkeit hat zu sagen, hey, ich will hier bleiben an dem Standort, und dann kann der Vertrag verlängert werden. Und ich sage jetzt mal, Worst Case würde eintreten, der Betreiber würde sagen, ich will nicht mehr, dann hätte man hier aber ja immer noch eine funktionierende Immobilie, die man dann an einen anderen Betreiber vermieten könnte. Ja, genau. Also gepflegt werden muss gerade in 25 Jahren, und auch dann wird es wieder Firmen geben, die sich ja die Finger lecken werden nach so einem tollen Objekt im hohen Energiestandard, an einem tollen Standort, wo Bedarf ist, mit Bewohnern, die schon vielleicht ein paar Jahre dort leben, und mit einem entsprechenden Mitarbeiterstab, der dann vorhanden sein wird. Also das wird dann auch entsprechend weiterlaufen, ja. Also ich kann mich selber aus meiner eigenen Beratungspraxis auch daran erinnern, dass in den letzten Jahren ja diese Einbettzimmerquote für Bestandsimmobilien, also wenn man jetzt ein Seniorenzentrum betrieben hat, dann war es in der Vergangenheit ja oft so, dass dort auch mal Zweibettzimmer oder auch Mehrbettzimmer vorhanden waren. Und der Gesetzgeber hat da ja in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass man mehr Privatsphäre im Prinzip hat, also dass eine gewisse Einbettzimmerquote gefordert worden ist. Und ich kann mich daran erinnern aus meiner eigenen Beratungspraxis, dass hier in der Region das ein oder andere Pflegeheim dann die Türen schließen musste, weil es für die einfach nicht möglich war, dass diese Pflegeheime sich ja diese Einbettzimmerquote leisten konnten, weil entweder musste man Personal reduzieren und auch die belegbaren Betten quasi reduzieren, oder man musste über einen teuren Neubau nachdenken, um halt im Prinzip diesen alten Mitarbeiterstamm halten zu können und dann entsprechend neue Betten zu schaffen. Hier bei Ihnen jetzt in dem Neubau ist es doch so, dass wir also nur ein Bettzimmer haben, oder? Ja, korrekt. Auch aufgrund der Gesetzgebung in den letzten Jahren. Also es ist einfach nicht mehr gewollt, Doppelzimmer zu errichten. Nur noch 20% der vorhandenen Zimmer dürfen derzeit in der NRW Doppelzimmer sein. Diese Änderungen hatten zusätzlichen Bedarf geschaffen in Nordrhein-Westfalen von über 6.500 Pflegeplätzen, die nicht wiederbelebt werden mussten. Da kann man oft die Frage stellen, ja, was ist denn mit Ehepaaren? Also Lavida Pflegepartner, unsere Tochterfirma, hat ja einige Pflegeheime, die sie derzeit schon betreibt. Und dort ist ein verschwindend geringer prozentualer Anteil überhaupt als Ehepaare. Also normalerweise sind es Witwer, Witwen in vielen Fällen. Und wenn es mal zu Ehepaaren kommt, die gleichzeitig einziehen, dann bekommen die zwei Zimmer nebeneinander. Doppelzimmer, es ist nun mal so, wenn jetzt dort ein Ehepaar einziehen würde und einer von beiden verstirbt nun mal zuerst. Aus Kostengründen muss der Betreiber das zweite Bett in dem Doppelzimmer wiederbeleben. Und dann würde die andere Person mit einer wildfremden Person das Lebensende verbringen in einer solchen Situation. Und Pflege ist ja nochmal durchaus privater, als wenn man zu zweit eine Wohnung bewohnt. Und das möchte, glaube ich, keiner. Und deswegen diese Aufteilung nur mit Einzelzimmern. Also ich denke, das ist auch ein sehr, sehr großes Argument dafür, dass der Bedarf an Pflegeplätzen, gerade bei Pflegeheimen, die diese Einbettzimmerquote schon erfüllen, deutlich größer werden wird, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass alte Gebäude, die, also ich sage jetzt mal von der finanziellen Situation her, nicht so gut ausgestattet waren, da mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch weiterhin Pflegeplätze abbauen müssen, weil sie einfach diese alten Zwei- oder Mehrbettzimmer verkleinern werden und daraus Einbettzimmer machen, weil der Gesetzgeber es einfach so fordert, ne? Und dadurch wird ja dann auch der Bedarf, weil die Pflegeplätze werden ja nicht weniger, also der Bedarf an Pflegeplätzen durch die geburtenstarken Jahrgänge, bin ich fest davon überzeugt, wird es eher sogar deutlich mehr werden, was dann auf jeden Fall für einen erhöhten Bedarf auch wieder sorgt.
sorgen wird. Genau. Ja, richtig, absolut richtig, Herr Kahn. Hier war noch eine Frage von der Silke Muder. Habe ich das richtig verstanden? Die 22 bis 26 Quadratmeter sind inklusive Nasszelle. Wir haben gerade schon gesagt, es sind ja auch Gemeinschaftsflächen mit dabei. Aber zu den einzelnen Apartment vielleicht einmal. Jedes Apartment hat eine eigene Waschmöglichkeit, also ein eigenes Badezimmer mit drin. Ja, korrekt. Also zu einem Einzelapartment gehört eben der Wohn-Schlafbereich und der Badbereich mit Handtuchheizung, Waschbecken, Dusche und WC. Und wenn man sich unsere Zeichnungen dann anguckt, kriege ich oft wiedergespiegelt, wow, im Verhältnis zum Wohn-Schlafbereich ist ja das Bad sehr, sehr groß. Ja, wir machen hier nun mal vollstationäre Pflege. Das heißt, in den seltensten Fällen steht nur ein Mensch in dem Badezimmer, sondern einmal der Bewohner und eine Pflegekraft dazu. Und da genauso ist es im Wohnbereich. Alles Weitere des täglichen Bedarfes soll auch in den Gemeinschaftsflächen stattfinden. Das soll ein Miteinander sein. Also das ist ja das Schöne, auch wenn eine ältere Person in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung zieht. Sie zieht oftmals aus der Einsamkeit in ein Umfeld, wo wieder was los ist. Da finden Spielenachmittage statt, Gottesdienste, Bewegungsnachmittage, Lesestunden aus der Zeitung. Viele haben auch Probleme mit dem Sehen, können gar nicht mehr selber die Zeitung lesen. Kaffee und Kuchen gemeinsam. Schauen Sie gerne mal auf unserer Instagram-Seite von Lavida Pflegepartner vorbei. Da präsentieren wir wirklich das Leben aus den Pflegeheimen. Wir hatten jetzt Karneval. Wir haben gestern die ganzen Karnevalsbilder bekommen. Die werden wir in den nächsten Tagen posten. Also das ist ein ganz, ganz tolles Miteinander. Und deswegen muss das einzelne Apartment auch gar nicht so riesig sein. Da wird geschlafen, da wird Fernsehen geguckt, da wird die Pflege gemacht natürlich. Aber alles Weitere soll bitte auch in den Gemeinschaftsflächen stattfinden. Dafür sind die großzügig gestaltet, mit Balkonen, mit Terrassen, mit einer Gartenanlage, mit Sesseln, mit, ja, wie ein Wohnzimmer, wirklich sehr, sehr toll eingerichtet. Und da soll das Leben stattfinden. Ist auch aus meiner Sicht absolut also notwendig, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als den eigenen Gedanken zu haben, dass wenn man mal in ein Pflegeheim kommt und dort dann, ja, ich sage jetzt mal nur abgespeist wird, irgendwie so am Leben gehalten wird. Also es ist für mich eine total schreckliche Vorstellung. Und also deswegen finde ich es total wichtig, dass da auch immer noch Leben stattfindet, sozusagen, ne? Ja, also es gibt einen richtigen Wochenstundenplan, ne? Wann findet was statt? Das ist echt toll, ja. Super. Also wir werden auf jeden Fall die Instagram-Seite hier mal mit einblenden, dass man mal so ein paar Eindrücke davon kriegt, weil ich glaube, das ist nicht ganz so unwichtig, wenn auf der anderen Seite von den bösen Investoren, Immobilienhaien gesprochen wird, da vielleicht auch mal zu zeigen, was da tatsächlich für die Menschen auch passiert. In dem Zusammenhang habe ich hier noch einen interessanten Kommentar von der Annette Kahle, die schreibt, dafür müsste man aber auch Pflegekräfte haben. So, jetzt haben wir da eine Immobilie, die sie in Altena errichten, die nicht wenig Geld gekostet hat. Also irgendwie 20 Millionen stand, glaube ich, in der Zeitung, die sie da in den Standort Altena investiert haben. Jetzt werden da 80 Pflegeplätze geschaffen für 80 Bewohner. Was bedeutet das denn für Arbeitskräfte? Also, wenn wir jetzt über Pflegekräfte sprechen, haben Sie da vielleicht ein paar Zahlen aus dem internen Bereich mal? Ja, also wenn man ein Pflegeheim errichtet mit 80 Pflegeplätzen, benötigt man am Ende 80 Mitarbeiter. Das heißt, wir schaffen auch in Altena 80 neue Arbeitsplätze, die es vorher so noch nicht gab. Bei diesen 80 Arbeitsplätzen ist natürlich auch der Hausmeister mit drin, die Pflegedienstleitung, die Heimleitung, Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte, alles, was dazugehört, um das tägliche Doing in einem Pflegeheim zu gewährleisten. Und wir sind absolut begeistert, auf welche Rückmeldungen unsere ersten Werbemaßnahmen für die Mitarbeitersuche hier stoßen. Also wir haben schon über 50 Mitarbeiter, wichtige Stabsstellen werden jetzt gerade besetzt. Also es ist ganz, ganz toll, wie das auch aufgenommen wird. Gleichzeitig bringen wir natürlich auch einen Wirtschaftsfaktor mit in den Ort. Also ob es jetzt Bäckereien sind, ob es Apotheken sind, ob es Ärzte sind, ob es Fußpfleger sind, Friseure, dort leben dann ja nochmal 80 Menschen mehr, die wiederum versorgt werden müssen. Also das ist schon immer so, in die Standorte bringen wir auch wirklich ein Unternehmen, Lavida Pflegepartner, das hier erstmal wirtschaftet am Standort und dann auch Arbeitskräfte und Wirtschaftswachstum. Das ist schon so.
Also finde ich nicht unwichtig. Ich meine, man kann gerne schimpfen über mögliche Investorengeschäfte und Profitgedanken und was auch alles immer dahinter steckt. Und natürlich am Ende wollen alle Leute irgendwie Geld verdienen. Aber ich finde, man darf dann auch nicht die andere Seite vernachlässigen und sagen, ja gut, wir haben jetzt hier an einem Wirtschaftsstandort Altena 20 Millionen Euro erstmal ins Risiko finanziert. Also ne, ich sag mal, Sie haben ja da erstmal aus dem eigenen Portemonnaie alles vorfinanziert, bevor Sie jetzt überhaupt in den Verkauf gegangen sind. Und das ist ja schon mal ein gewisses Risiko. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass da 80 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind für den Standort Altena, wo die Altener Bevölkerung in Zukunft ja auch von profitiert. Also ne, wenn man das eine ins Negative reißt, finde ich, dann sollte man aber auch nicht die positiven Dinge, die damit zusammenhängen, vernachlässigen, weil das ist nicht unwichtig. Und 80 Arbeitsplätze in Altena, also ich glaube, damit gehören Sie auch schon außerhalb der Drahtindustrie zu den großen Arbeitgebern in Altena. Und was gehört denn zu einer tollen Stadt? Das sind Kindergärten, das sind Unterhaltungsangebote, das sind Schulen und das ist auch langfristig die Pflege, weil gewohnt und gelebt wird da, wo ich ein ganzes Leben abbilden kann. Und wenn es diese Pflegeplätze nicht gibt, ja, was bleibt denn anderes übrig, als dann irgendwo hinzugehen, wo es halt möglich ist? Und wenn das nicht mehr der eigene Ort ist, das ist schon oftmals traurig, ne? Ich habe hier noch einen Kommentar von der Senja Berg, die schreibt, was bedeutet das jetzt für die Pflegebedürftigen? Ist etwas geregelt oder ist man den einzelnen Investoren ausgeliefert? Gibt es ein Betreuungskonzept oder geht es eigentlich nur um den Gewinn für die Investoren? Vielleicht können Sie da noch mal kurz die Rechtsgrundlage klar machen. Also ich kaufe jetzt so eine Wohnung und ich überlege mir, ich will den Mieter komplett auseinandernehmen und möchte die Miete extrem hoch ansetzen. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Also erstmal ist das eine wirklich tolle Frage. Da biete ich auch gerne mal ein Einzelgespräch an, weil da wird nochmal ganz deutlich, dass man unterscheiden muss zwischen Immobilie und späterer Pflege. Auch der Preis für ein Apartment, den wir aufrufen, hat nichts, auch wirklich gar nichts damit zu tun, wie teuer nachher die Pflege ist für den einzelnen Bewohner. Jeder weiß sicherlich mittlerweile aus den Medien, was so ein Pflegeplatz kosten kann. Und er ist nicht günstiger oder teurer, weil die Immobilie hochwertig hergestellt wird und dafür den entsprechenden Kaufpreis zahlt. Die einzelnen Investoren, Herr Günther hat jetzt gerade angesprochen, dass er eine Immobilie kauft. Er weiß zu keinem Zeitpunkt, wer wohnt in meinem Apartment oder wohnt da überhaupt einer drin. Er hat seinen Pachtvertrag für sich, wo er seine 3,8% Rendite herauszieht und ein sorgenfreies Investment hat. Die Firma Lavida Pflegepartner kümmert sich um die Belegung, um die Mitarbeiteraufnahme, um die Pflege im Alltag. Heißt auch, Lavida Pflegepartner schließt Bewohnerverträge mit dem einzelnen Bewohner, nimmt den wirklich fachmännisch auf, guckt, welcher Pflegegrad herrscht hier, welche Pflege benötigt dieser Mensch und entsprechend wird dann auch gepflegt. Der Bewohner hat kein Aufeinandertreffen mit einem Investor. Der Ansprechpartner für den Bewohner ist immer der Betreiber. Das heißt also auch, um das auch nochmal ganz klar zu machen, die Mietzahlung, die der einzelne Bewohner quasi für seinen Pflegeplatz leistet, die geht ja gar nicht an mich als Eigentümer des Apartments, sondern diese Mietzahlung, wenn man sie Mietzahlung nennen darf, geht im Prinzip an die Betreibergesellschaft Lavida Pflegepartner. Und ich als Investor bekomme meine Miete von der Firma Lavida Pflegepartner. Ja, korrekt. Also das, was der Bewohner zahlt an Eigenanteil, ein Teil bezahlt ja die Pflegekasse, dann habe ich noch meinen Eigenanteil. Das, ich sage immer all in. Da ist die Unterkunft mit drin, die Verpflegung und die Pflege. Und was der Investor dann nachher wiederum vom Betreiber erhält, ist sicherlich ein Anteil daraus, aber der Bewohner zahlt jetzt nicht im Einzelnen 700 Euro Miete, die dann der Investor bekommt. Wir haben ja auch die Situation hier, dass es nicht nur die klassische Miete ist, die man und man kümmert sich um alles andere selbst, sondern wir haben ja hier im Prinzip eine Art Hotelbetrieb, wo ein Full-Service mit dabei ist mit Verpflegung, Wäsche und allen möglichen medizinischen Dingen ja auch noch. Also man kann das ja insofern gar nicht mit einer klassischen Mietzahlung
vergleichen. Aber wichtig finde ich ist die Aussage, weil ich glaube, die Angst lese ich aus dieser Frage heraus, ist man als pflegebedürftige Person einem Immobilienhai ausgeliefert? So das über ganz überspitzt gesagt lese ich ja aus dieser Frage. Also da können wir definitiv einen Haken hintermachen. Funktioniert gar nicht, weil ich als Eigentümer gar keine Möglichkeit hätte, den einzelnen Bewohner in irgendeiner Art und Weise an sein Portemonnaie zu Ja, bringen. also der Bewohner ist keinem Investor, keinem klassischen Investor ausgeliefert. Er gibt sich in die Hände von einer Pflegefirma, da wieder Pflegepartner, die einen hochwertigen Betrieb garantiert, die eine gute Alltagspflege leistet. Und wie gesagt, schauen Sie sich auf den Social-Media-Kanälen an, wenn Sie Angehörige haben, die Sie hier unterbringen wollen, ab diesem Jahres, wahrscheinlich irgendwo September, Oktober wird die Eröffnung sein, und dann vielleicht auch im nächsten Jahr überlegen, dann wäre eine Situation für einen Verwandten, dass er hier einziehen kann. Schauen Sie sich einfach gerne mal bei uns um auf den Social-Media-Kanälen, aber ich lade Sie auch gerne ein, zu unseren Standorten, ob das Haßbergen ist, ob das Fehlen ist, ob das Bramsche ist oder ob das Methlen ist. Das sind die Standorte, die wir bis jetzt betreiben. Alle mit Vollbelegung übrigens oder nahezu Vollbelegung. Da kann man gerne mal Termine vereinbaren vorab. Die nächste Frage von der Bella NRW. Ist das Gebäude aus Gold gebaut? So, jetzt haben wir, vielleicht können Sie mal ein paar Details zu der Bauweise und sowas geben. Und warum kostet solch ein Pflegeapartment 20 Millionen Euro? Das ist ja erstmal eine unvorstellbare große Summe für jemanden. Was steckt denn dahinter? Also warum ist das Gebäude in dieser Preisklasse gebaut worden? Also eine Herausforderung war sicherlich die Lage, die Hanglage mit Absicherung und allem, was dazugehört. Viele wissen ja, das war vorher der Standort des Freibades. Ich glaube, Sie haben mir auch erzählt, dass Sie dort früher gerne selber gebadet haben. Ich habe da schwimmen gelernt. Also ich habe da meine Kindheit verbracht. Ne? Also insofern, ich kenne das Freibad noch sehr gut. Ja, also das war sicherlich eine Herausforderung. Dann gehört zu einem Pflegeheim ja allerlei dazu. Also ob das Rettungswege sind, die sicherlich enormer sind oder darzustellen sind als bei anderen Immobilien. Dann die ganzen Gemeinschaftsräume, die darf man wirklich nicht vernachlässigen. Wir haben Umkleideräume fürs Personal, wir haben Gemeinschaftsräume fürs Personal, wir haben Büros, die auch noch drumherum alle hergestellt werden müssen. Parkplätze, Außenanlagen, all das geht damit rein. Also wenn Sie sich unsere Visualisierung mal anschauen. Das ist ja wirklich schon von der Außendarstellung sehr, sehr schick, wie ich finde. Die Hanglage hat dann ja auch wirklich was. Es wurde toll abgesichert, dass man noch einen Außenbereich auch hat. Der Bach wurde freigelegt, dass er auch in das gärtnerische Gesamtbild wieder einfließen kann. Also das finde ich schon sehr toll gelöst von unserer Planungsabteilung. Dann muss man dazu sagen, aus Gold ist es nicht gebaut, aber in einem sehr hochwertigen energetischen Standard. KfW 55 EE ist hier das Stichwort, gibt es so auf der KfW-Seite nicht mehr, ist aber ein sehr hochwertiger energetischer Standard, der bis vor kurzem noch das Maß aller Dinge war. Und ja, dementsprechend kommen dann natürlich auch Kosten auf uns zu, alleine für die energetische Herstellung. Und ein Pflegeheim von der Einrichtung ist einfach teuer. Beispiel, was hat ein klassisches Mehrfamilienhaus nicht? Handläufe, breitere Türen, das kostet alles mehr Geld als die klassische Wohnung und das spiegelt sich dann auch in den Herstellungskosten am Ende wieder für uns und an der Investitionssumme, die Sie gerade genannt haben. Also ich finde, man muss auch bei der Situation berücksichtigen, wenn wir jetzt hier über einen 25-jährigen Pachtvertrag sprechen und ich jetzt als Investor mir dieses Apartment kaufen möchte, dann möchte ich ja auch eine gewisse Sicherheit haben, dass diese Immobilie in den nächsten Jahren der Gesetzgebung, den Ansprüchen in irgendeiner Art und Weise genügt und ich nicht das sogenannte Nachfinanzierungsrisiko nochmal habe, dass ich in 10 Jahren auf einmal eine neue Heizungsanlage einbauen muss, weil, also ich glaube, das kennt man auch im Moment, Gebäudeenergiegesetz, was da in aller Munde ist, wo es darum geht, den Gebäudestandard, also den Energieeffizienzstandard deutlich zu verbessern. Also wenn ich jetzt in ein Pflegeapartment investiere, dann möchte ich
auch das Rundrum-Sorglos-Paket ja irgendwo haben. Also wie gesagt, das ist ja genau für diese Art von Investoren gedacht, die mit nichts was zu tun haben wollen. Und wenn, ich finde, dass der Gebäudestandard eben nicht diesen aktuellsten Energiestandards entsprechen würde, dann würde ich ja auch für mich wieder kalkulieren, okay, ich muss aber trotzdem auch noch eine höhere Instandhaltungsrücklage bilden, weil in Zukunft da größere Sanierungsmaßnahmen auf mich zukommen. Und das, denke ich mal, kann man durch diesen sehr, sehr guten Gebäudestandard hier auf jeden Fall auch schon mal gewährleisten, dass man auf jeden Fall nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut hat und damit zumindest die heutige Gesetzgebung auf jeden Fall schon mal zufriedenstellen kann. Dann habe ich jetzt hier noch eine Frage dazu von der Sabine Heinrich, die schreibt, gibt es bessere Angebote, Geld zu vernichten? Und ich würde die Frage jetzt gerne, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen auf die Details sind wir ja eingegangen, aber vielleicht würde dazu ganz gut passen, wenn Sie mal so eine Art Beispielrechnung präsentieren könnten. Also wenn ich jetzt dort als Anleger ein Apartment kaufen möchte, wie könnte sowas aussehen? Also damit man einfach mal auch konkrete Zahlen hat, an denen man sich langhangeln kann. Ja. Also ich habe hier mal ein Beispiel Apartment rausgesucht in Zahlen für mich. Wir investieren den Kaufpreis von roundabout 221.000 Euro und bekomme dafür aber auch schon eine Miete von knapp 700 Euro. Das ist eine Bruttorendite von 3,8%. Ich habe die klassischen Kaufnebenkosten, ich habe sehr geringe laufende Nebenkosten, sodass ich immer noch auf eine Nettorendite von 3,4 komme. Und da muss man ja dabei sagen, das ist eine Rendite, die im Laufe der Zeit, wir haben vorhin die Mieterhöhungsklausel angesprochen, steigt. Jetzt zeigen Sie mir gerne eine Anlage in Betongold, wo der Wertwachstum auch nochmal zusätzlich hinzukommt, die aber eine laufende Rendite von 3,4% steigend hat. Ich meine, wir haben jetzt mal Festgelder gesehen für ein Jahr für knapp über 3% bei den Banken, aber eben für ein Jahr. Und jetzt sind die Zinsen schon wieder zurückgegangen und entsprechend auch die Festgeldzinsen. Also zeigen Sie mir gerne eine Anlage über einen so langen Zeitraum, wo ich kalkulieren kann, auch noch mit steigenden Renditen und wo ich gleichzeitig nichts mehr zu tun habe. Das Ganze ist auch finanzierbar. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe keine 221.000 Euro, was müsste ich denn investieren, damit ich einen Kredit aufnehmen kann? Mal eine Beispielrechnung mit 3,8% Zinsen, irgendwo 2% Tilgung. Was müsste ich an Eigenkapital mitbringen, damit sich dieser Kredit langfristig trägt über die Laufzeit? Und da errechne ich ungefähr eine Eigenkapitaleinbringung von knapp 100.000 Euro. Und deswegen ist es auch für Leute, die zusätzlich mit Immobilien Vermögen aufbauen wollen, eine tolle Möglichkeit, das mit Pflegeapartments zu tun. Ich investiere 100.000 Euro. Gleichzeitig habe ich ja bei einem Neubau die 3%ige Abschreibung. Vielleicht bekommen wir sogar noch einen kleinen Bonbon der Bundesregierung mit der 6%igen Abschreibung über 6 Jahre. Das wäre natürlich dann nochmal ein Bonbon. Gleichzeitig habe ich meine Zinsen, die ich mit absetzen kann, sodass ich in den Bereich des negativen Einkommens aus Vermietung und Verpachtung komme und auch noch einen steuerlichen Vorteil mitbringen kann. Und da erleben wir es immer wieder, dass zum Beispiel Landwirte, Selbstständige, aber auch Privatleute, die sagen, ich möchte langfristig mit Immobilien Vermögen aufbauen, unsere Investoren darstellen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch nochmal zu den Vorurteilen, die da aus der Facebook-Gruppe kamen, weil für mich wird hier auch ganz klar, dass, wer die Zielgruppe Ihrer Käufer ist. Also auf der einen Seite haben wir jetzt hier nicht den klassischen Investor, was wir vorhin am Anfang gesagt haben, der selber gerne das Objekt weiterentwickeln möchte, der die Mieterstruktur verändern möchte, der eventuell zusätzliche vermietbare Flächen schaffen möchte. Das ist hier gar nicht Ihr klassischer Käufer, der so ein Apartment erwerben möchte, sondern wir reden hier wirklich von demjenigen Kunden, der so ein Pflegeapartment kauft, der das Geld, ich sage jetzt mal, übrig hat und der sagt, ich möchte es gerne sicher anlegen in Sachwerten, ich möchte aber auch mit dieser ganzen Geldanlage so wenig Arbeit wie möglich haben. Also ich möchte keine Nebenkostenabrechnung machen, ich möchte mich nicht mit einem neuen Mieter auseinandersetzen, ich möchte keine tropfenden Wasserhähne reparieren, ich habe keine Lust auf Mietnomaden oder sonst etwas. Also ich möchte schon in Immobilien investieren, ich möchte aber gar keine Arbeit damit haben. Und das ist, denke ich, hier Ihr klassischer Kunde.
Und wenn ich das auch nochmal vergleichen darf, da hatte ich nämlich letztens eine sehr, sehr interessante Diskussion mit einem Kunden, der sagte zu mir, ja, aktuell bei Trade Republic kriege ich 4% auf mein Tagesgeld. Dann sage ich, ja, das kann man auch aktuell gerne mitnehmen. Also die 4% würden ja jetzt auch erstmal höher sein als Ihre angesprochenen 3,4%. Mit einem ganz entscheidenden Unterschied aber, und zwar, dass Ihre 3,4% netto auf die nächsten 25 Jahre die Mindestrendite sind und ja eher noch durch die Mietsteigerungen nach oben skaliert werden können, wohingegen wir bei der Anlage bei Trade Republic nicht wissen, wie lange werden die Tagesgeldzinsen denn noch bei 4% bleiben. Weil sobald die EZB ihre Zinspolitik auch mal wieder in die andere Richtung schraubt, dann sind diese 4% halt nicht mehr realisierbar. Und da ist genau der Unterschied. Deswegen finde ich, muss man immer gucken, welchen Bedarf hat der klassische Anleger gerade, also der jetzt gerade vor mir beim Schreibtisch sitzt, ist das derjenige, der mitgestalten möchte, oder ist das derjenige, der gar nichts mit der Anlage zu tun haben möchte? Und ich finde, da ist Ihr Produkt auf jeden Fall etwas, wo man Sicherheit mit hat. Und gerade für die regionalen Anleger hier, also die Leute, die hier bei uns aus der Region kommen, finde ich, ist ein entscheidender Punkt, da habe ich für mich selber auch drüber nachgedacht, dieses Belegungsrecht. Also neben der Rendite finde ich, ist einer der wichtigsten Punkte eigentlich, dass man die Möglichkeit hat, einen Pflegeplatz zu bekommen. Und da, ich sage jetzt mal, jeder, der vielleicht in der Verwandtschaft schon mal die Situation hatte, dass ein Familienangehöriger in ein Pflegeheim musste, der weiß, wie schwierig es ist, erstmal überhaupt ein passendes Pflegeheim zu finden, wo sich die Person, die zu pflegen ist, auch wohlfühlt. Das ist ein Riesenpunkt. Und dann auch noch das Glück haben muss, dass zu dem Zeitpunkt dort ein Zimmer frei ist. Und ich sage mal, mit dieser Anlage habe ich auf der einen Seite mein Geld sicher angelegt, dass es in Sachwerten investiert ist und ich sage mal, nicht schamlos der Inflation ausgesetzt ist, und habe aber, finde ich, noch ein riesengroßes Bonbon mit dabei, wenn ich aus der Region komme, dass ich sagen kann, im Fall des Falles kann ich einen Pflegeplatz in Anspruch nehmen. Ja, absolut richtig. Also Sie haben es sehr schön ausgeführt, wer denn die Zielgruppe ist. Und genau das Beispiel hatte ich selbst in der letzten Woche. Ich hatte eine Frau, die in dem medizinischen Bereich gearbeitet hat, viel Eigenkapital angesammelt hat. Sie war auch schon Kundin bei uns bei einem anderen Projekt, was wir erstellt haben. Und also wir haben jetzt auch in Altena schon die ersten Einheiten verkauft. Sie kauft jetzt hier auch wieder und sagt, okay, ich kann es irgendwo mit zinsbringend anlegen, aber was kommt denn schöner monatlich als eine Miete? Und das soll meine zusätzliche Rente sein. Langfristig soll mir das meine Rente aufstocken, und so möchte sie das Ganze als Kapitalanlage sehen und gleichzeitig damit nichts zu tun haben. Und trotzdem verzinst es sich dann mit 3,43% nach allen Nebenkosten. Das muss man ja dann immer dazu sagen. Und deswegen war es für sie so attraktiv, und das hat sie dazu bewogen, ein weiteres Mal auch zu investieren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass so eine Anlage hier anders als das zum Beispiel bei einer Versicherung, das machen wir ja beruflich auch, also wir bieten auch Versicherungen an, aber eine Versicherung endet, die Zahlung endet mit dem Tod. Und hier ist es ja so, dass ich die Anlage, die ich jetzt hier in der Immobilie tätige, weitervererben kann, weil was einmal mein Eigentum ist, wird nur dann meinem Eigentum entnommen, wenn ich es entweder verkaufe oder halt in die nächste Generation vielleicht weitervererbe. Und das finde ich auch ein ganz, ganz großer Vorteil, den man auch nicht vergessen darf bei so einer Anlage. Ja, richtig. Wie gesagt, und wir haben auch immer wieder Investoren, die sagen, ja, ich möchte das gerne 10 Jahre laufen lassen, dann wird sich die Miete schon erhöht haben, dann möchte es vielleicht Gewinn bringen, verkaufen, dann die steuerfreie Gewinnmitnahme ist dann ja auch hier nach 10 Jahren möglich. Geht das denn? Ja, nochmal, ich kann es wie jede andere Immobilie behandeln, ich kann es jederzeit vererben, verschenken, verkaufen. Es ist ein klassisches Grundbuch gebildet, plus die Vorteile, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich habe gerade noch mal durch die Kommentare durchgeschaut. Ich glaube, die größten Vorurteile haben wir jetzt erstmal besprochen. Und ich bin mal gespannt, was nach unserem Video, ich werde dieses Video auf jeden Fall in die Gruppe mal mit reinstellen und bin gespannt, was danach für Diskussionen auftreten. Und ich würde aber gerne schon vorbeugend einmal ansprechen, dass wir gemeinsam für den April, also Anfang April, eine Veranstaltung planen auf der Burg Altena, wo wir das, was wir jetzt hier im Video-Interview gemacht haben, gemeinsam einmal mit der Volksbank in Südwestfalen eine Veranstaltung machen werden, wo wir auch nochmal direkt eins zu eins quasi Fragen beantworten können.
Das heißt also, wir werden da ja verschiedene Themen einmal vorstellen, dass Sie noch mal ein bisschen was zu dem Pflegekonzept dort erzählen, ein bisschen wie die Renditen sich zusammensetzen, wie die Verträge ausgestaltet sind, also noch mal ein paar mehr Details quasi preisgeben. Dann können wir noch ein bisschen was zur Finanzierungsstruktur dahinter sagen, also für die Leute, die vorhaben, das Ganze zu finanzieren. Und ja, die Volksbank in Südwestfalen wird dann als Ansprechpartner dort auch noch zur Verfügung stehen. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn jetzt nach diesem Video weitere Fragen aufkommen oder man irgendwie noch ein schlechtes Bauchgefühl an irgendeiner Stelle hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da gemeinsam bei der Veranstaltung auf der Burg Altena dann treffen. Die genauen Daten werden wir auf jeden Fall noch bekannt geben und dass man dann nochmal eins zu eins ins Gespräch gehen kann. Ja, sehr gerne. Also auch wer so lange nicht mehr warten möchte und gegebenenfalls auch über eine Investition nachdenkt, kann das gerne auch schon vorab im Einzelgespräch tun. Sprechen Sie gerne den Herrn Günther an. Der ist hier mit unser Kontaktmann in der Region und vereinbart dann auch gerne ein Gespräch mit mir nochmal im Einzelnen. Das können wir auch über Zoom handhaben oder ich komme zu Ihnen. Und ja, dann können wir auch gerne schon in die Details gehen, was diese Investitionsmöglichkeiten insbesondere anbelangt. Also Herr Poll, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und auch, also ich sag mal, den kritischen Fragen sich ausgesetzt haben. Die waren ja schon etwas spitz teilweise formuliert und deswegen freue ich mich aber sehr darüber, dass Sie da so Rede und Antwort gestanden haben. Und ich glaube, dass der Zeitungsartikel, der dort veröffentlicht worden ist, vielleicht mehr Unwissenheit geschaffen hat, als sie vorher vorhanden war und dass das zu so ein paar Vorurteilen geführt hat. Und ich glaube, dass unser Video zumindest teilweise dazu beitragen kann, den einen oder anderen Punkt, den man da vorher in so einer Schublade drin hatte, vielleicht mal auszuräumen und ein bisschen mehr Klarheit zu dem Konzept zu schaffen, was dahinter steht und was da auch gerade für eine gute Situation in Altena entsteht. Ne? Also worüber wir gesprochen haben mit den Arbeitsplätzen und auch mit den zusätzlichen Pflegeplätzen, die jetzt da geschaffen werden. Also diese ganzen positiven Punkte, freue ich mich sehr darüber, dass wir das hier auch einmal in diesem Video-Interview herausgearbeitet haben. Also ich finde es ja auch immer schön, dass die Zeitung über unsere Vorhaben berichten möchte. Es ist sicherlich auch schwer, das Ganze so genau in einem kurzen Artikel darzustellen, aber es zeigt ja einfach das Interesse der Region, wenn die Presse hier auch gerne und im Großen und Ganzen gut das Ganze beschreibt. Auch die kritischen Fragen, absolut nachvollziehbar. Was passiert hier bei uns im Ort mit unserem ehemaligen Freibad? Das ist ja selbstverständlich, dass man sich diese Fragen stellt und klären kann man alles dann auch noch im Gespräch, genau. Super, also wir werden unter dieser Podcast-Folge die Kontaktdaten aller beteiligten Personen drunter verlinken, also einmal von Ihnen, Herrn Poll, dann von der Volksbank in Südwestfalen und auch von uns. Und wenn es da irgendwo Gesprächsbedarf gibt, freuen wir uns auf jeden Fall über eine Kontaktaufnahme, dass wir die offenen Fragen miteinander klären können. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich würde sagen, das nächste Mal sehen wir uns dann vielleicht auf der Burg Altena. Da gehe ich von aus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.